Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Und zwar wende ich mich jetzt mal wieder mit einem Thema an euch, was mich sehr beschäftigt, was mich auch fassungslos macht, muss ich sagen. Ich habe hier eine Person über WhatsApp, die beleidigt mich seit 20.08. bis heute zum 2.11. Das sind jetzt circa 75 Tage, ne, nonstop hinweg, stellt mir auch nach, begeht auch andere Straftaten an mir, sodass gegen diese Person schon mehr als 170 Ermittlungsverfahren in dem gesamten Zeitraum zusammengekommen sind. Und die Person lässt es einfach nicht sein. Im Gegenteil, sie macht weiter. Ja, das macht mich so fassungslos eigentlich und ich sag mal so, das sind jetzt 2,5 Monate nonstop durch. Und mittlerweile muss die Person höchstwahrscheinlich auch Post gekriegt haben von der Polizei als Beschuldigte im Strafverfahren und sie lässt es trotzdem nicht sein. Ne? Das macht mich so fassungslos eigentlich. Ne? Und was mich auch richtig wütend und richtig traurig macht, ist, dass man vom Rechtsstaat völlig im Stich gelassen wird. Die Staatsanwaltschaft weiß das, dass gegen diese Person X so und so viele Ermittlungsverfahren laufen und dass das Theater bereits auch schon seit 75 Tagen geht. Und trotzdem werden die Verfahren eingestellt. Und das ist mir nicht erklärlich, warum ich mich auch an die Öffentlichkeit wende. Schreibt doch ganz gerne mal der lieben Staatsanwaltschaft Magdeburg schöne Briefe, indem ihr die lieben Herrschaften dort mal fragt, was das denn soll. Ne? Es macht mich einfach nur fassungslos, wie Staatsanwälte, Oberstaatsanwälte oder Oberamtsanwälte etc. pp. Sich ihre Arbeitszeit so einfach machen, indem man einfach nur die Ermittlungsverfahren einstellt. Ne? Ach, stellen wir ein, haben wir weniger Arbeit. Ne? Ist ja egal. Ist ja bloß ein Lapidardelikt, in Anführungszeichen. Ist es ja auch, streite ich nicht ab, aber für mich ist es anstrengend. Ne? Wenn ich diese Person blockiere, dann werden Terroranrufe gemacht, mitten in der Nacht. Nicht nur bei mir auf dem Handy, sondern auch bei meinem Opa, ne, der 82 Jahre alt wird im Februar nächsten Jahres, mitten in der Nacht, ne, so dass ich gar keine andere Wahl habe, denjenigen, sagen wir es mal, entblockiert zu lassen, ne, dass er mir halt weiterschreiben kann. Ich meine, es ist auch nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Theater aufhört. Das ist ganz klare Aufgabe der Justiz und der Polizei. Und mich macht es fassungslos, dass es nicht möglich ist, solchen Leuten das Handwerk zu legen, obwohl die halt über so einen langen Zeitraum hinweg agieren. Ja, 75 Tage sind es heute. Ne? Mehr als 170 Ermittlungsverfahren laufen gegen diese Person schon, alleine nur von meiner Seite her, die ich erstattet habe. Und das muss doch jetzt mal ein ernstes Alarmzeichen sein, dass diese Person unbelehrbar ist, dass diese Person nicht aufhören wird, egal wie viele Ermittlungsverfahren ich noch weiterstelle. Und man bekommt diese Person nur mit, sage ich mal, im ordentlichen Gerichtsverfahren, dass man demjenigen mal ordentlich die Grenzen aufzeigt. So nicht mein Freund, bis hierher und nicht weiter. Ne? Aber die Herrschaften dort machen sich's ja einfach, indem man die Verfahren nur einstellt. Ne? Traurig, meiner Meinung nach sogar eine Straftat von diesen Herrschaften, nämlich Strafvereitelung im Amt. Ne? Da werde ich mal nachdenken, ob ich gegebenenfalls dort Anzeige erstatten werde. Aber gut, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und wenn noch mal was kommen sollte oder falls noch mal was sein sollte, dann wende ich mich ganz recht herzlich wieder an euch. Mich würde auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Lasst gerne ein Abo da. In dem Sinne, haut rein, bis später.